Also das Wichtigste ist natürlich, dass wir die Inflation bekämpfen. Die Folgen müssen wir auch beseitigen, indem wir zum Beispiel dafür sorgen, dass Rentner wieder mehr Geld bekommen, damit sie mit dem Geld auch über den Monat kommen. Aber das Wichtigste ist natürlich, die Inflation im Zaum zu halten bzw. sie stark zu bremsen. Dazu muss auch der Staat da beitragen und kann nicht immer weiter Energiepreise beispielsweise erhöhen. Denn insbesondere die Energiepreise sind es ja, die zu dieser Inflation geführt haben. Deswegen muss hier die Bremse rein, deswegen muss hier begrenzt werden. Und wir müssen die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen dafür setzen, dass sich Wirtschaft auch wieder entfalten kann. Es ist also wichtig, einerseits die Ursache zu bekämpfen, die Geldschwemme zu bekämpfen, die wir haben von der EZB. Es darf nicht weiter Geld gedruckt werden. Und auf der anderen Seite müssen wir eben das begleiten und abfedern, indem wir Renten und soziale Leistungen entsprechend anpassen, dass die Bürger auch über den Monat kommen.